Haben Sie sich jemals gefragt, wer wirklich die rätselhaftesten und furchterregendsten Figuren der Apokalypse sind? Schließlich ist die Welt voller Spekulationen und Verschwörungstheorien. Aber was offenbart die Bibel wirklich über den Antichristen und den falschen Propheten? Die Wahrheit, die Sie heute entdecken werden, kann Ihre Wahrnehmung der Zukunft verändern und die Zeichen enthüllen, die bereits um uns herum sind. Wir leben in einer Welt, in der jeder Schritt, den wir machen, von finsteren Mächten kontrolliert wird, die nicht nur nach Macht streben, sondern nach unseren Seelen. Der Schmerz und die Angst, getäuscht und manipuliert zu werden, sind real. Aber die gute Nachricht ist, dass das Erkennen dieser Wahrheiten uns einen entscheidenden Vorteil verschaffen kann. Wenn Sie verstehen, wer der Antichrist und der falsche Prophet sind, können Sie sich vorbereiten und diejenigen, die Sie lieben, schützen. Diese Offenbarung ist nicht nur eine Warnung, sondern eine Gelegenheit, Hoffnung und Stärke in Zeiten der Unsicherheit zu finden. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der der Himmel düster wird und die Ereignisse, die sich entfalten, den größten Horrorfilmen, die wir je gesehen haben, würdig sind. Dies ist das Szenario der großen Trübsal, eine Zeitperiode, die im Buch der Offenbarung als eine Zeit beispiellosen Chaos beschrieben wird, in der das Böse nicht nur in den Schatten lauert, sondern sich auf mächtige und direkte Weise offenbart. Wir sprechen von einer derart intensiven diabolischen Vorführung, dass jeder Winkel der Welt betroffen sein wird. Während dieser erschreckenden Phase werden verborgene und bösartige Kräfte, angeführt von Satan, die Führung übernehmen. Satan, auch bekannt als der große Drache, wird sich nicht mehr verstecken oder heimlich agieren. Er und seine Anhänger werden ihre gesamte Wut auf die Erde entfesseln, um so viele Menschen wie möglich zu täuschen, zu manipulieren und zu zerstören. Es wird eine Zeit sein, in der die Grenze zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen verschwimmt und die Menschen Dinge sehen werden, die sie sich niemals hätten vorstellen können. Die übernatürlichen Ereignisse werden sich in vielfältiger Weise manifestieren. Stellen Sie sich wütende Stürme, Naturkatastrophen, die wissenschaftlicher Erklärung trotzen, und Erscheinungen vor, die das Blut in den Adern gefrieren lassen. Schreckliche Kreaturen, die in der Offenbarung detailliert beschrieben werden, werden auftauchen, um die Menschheit zu terrorisieren und zu beherrschen. Diese Kräfte sind nicht nur physisch, sondern auch spirituell und dringen in die Gedanken und Herzen der Menschen ein, um sie von ihrem Glauben und der Wahrheit abzubringen. Satan und seine Anhänger werden alle möglichen Mittel einsetzen, um die Menschen zu täuschen. Sie werden falsche Wunder, Zeichen und Wunder vollbringen, die selbst die Gläubigsten verwirren. Stellen Sie sich vor, jemand vollbringt unglaubliche Taten, wie Feuer vom Himmel zu bringen oder tödliche Wunden zu heilen. Und dann entdeckt man, dass all dies Teil eines bösen Trugs ist. Diese falschen Wunder werden so überzeugend sein, dass viele den Lügen des Drachen und seiner Bestien Glauben schenken werden. Die große Trübsal wird auch eine Zeit intensiven geistlichen Kampfes sein. Diejenigen, die ihren Glauben an Gott bewahren, werden Prüfungen wie nie zuvor gegenüberstehen. Sie werden verfolgt, verspottet und unterdrückt werden. Doch dieser Kampf wird nicht nur physisch sein. Es wird ein Krieg um die Seelen sein. Das Böse wird auf jede erdenkliche Weise versuchen, den Geist und den Glauben der Menschen zu brechen. Aber es wird auch eine Zeit sein, in der die wahre Natur von Gut und Böse mit Klarheit offenbart wird. Im Herzen der apokalyptischen Offenbarungen, im Buch der Offenbarung, begegnen wir drei teuflischen Gestalten, die zentrale Rollen in der großen Erzählung der Endzeit spielen. Diese düsteren Figuren sind nicht nur mythologische Kreaturen, sondern symbolisieren außergewöhnliche Kräfte des Bösen, die darauf abzielen, die Menschheit zu täuschen und zu beherrschen. Lassen Sie uns diese finsteren Gestalten kennenlernen und verstehen, wie sie in die große Handlung der Endzeit passen. Zuerst haben wir den großen Drachen, der Satan ist. Stellen Sie sich einen riesigen Drachen vor, mit schillernden Schuppen und flammenden Augen, der eine schreckliche und bedrohliche Macht ausstrahlt.
Dieser Drache ist die Personifikation des absoluten Bösen, derjenige, der sich gegen Gott auflehnte und aus dem Himmel verbannt wurde. Satan führt in seinem Zorn und Racheverlangen den spirituellen Krieg gegen die Menschheit an, indem er alles Gute und Gerechte zu zerstören sucht. Er ist gerissen, manipulierend und nutzt seine Tricks, um Menschen zu verführen und zu verderben, sie von der Wahrheit und dem Licht wegzuführen. Als nächstes taucht die erste Bestie auf, die aus dem Meer emporsteigt. Stellen Sie sich das Meer als eine chaotische und unvorhersehbare Weite vor, eine Quelle unkontrollierbarer Macht. Diese Meeresbestie repräsentiert eine monströse Regierungsgewalt, ein böses Imperium, das aus den aufgewühlten Nationen hervorgeht. Sie hat 10 Hörner und 7 Köpfe, von denen jeder eine Krone trägt, was für Königreiche und Führer steht, die sich unter einer Fahne der Unterdrückung und Tyrannei vereint haben. Diese Entität ist imposant und verheerend, fähig, ganze Nationen zu unterjochen und ihre böse Herrschaft über die Erde zu verbreiten. Sie verkörpert die chaotische und zerstörerische Natur einer Macht, die keine Grenzen kennt und alles auf ihrem Weg zerstört, um ihre finsteren Ziele zu erreichen. Die zweite Bestie steigt aus der Erde empor und repräsentiert eine gezähmtere, aber ebenso bösartige Macht. Diese Bestie hat 2 Hörner wie ein Lamm, spricht aber wie ein Drache. Auf den ersten Blick mag sie weniger bedrohlich erscheinen, vielleicht sogar friedlich, aber ihre wahre Natur ist ebenso böse wie die der ersten. Diese zweite Bestie stellt eine betrügerische religiöse Figur dar, jemanden, der Heiligkeit und Güte vortäuscht, aber tief verdorben ist. Sie arbeitet daran, die Menschen zu täuschen, Zeichen und Wunder zu vollbringen und die Menschheit zu überzeugen, die erste Bestie anzubeten. Sie ist ein falscher Prophet, der seine Einflusskraft nutzt, um die Anbetung der bösen Macht zu fördern und die Kontrolle des Drachen über die Erde zu festigen. Zusammen bilden diese Figuren eine böse Triade, eine perverse Parodie der göttlichen Dreifaltigkeit. Während Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist in perfekter Harmonie für das Wohl und die Errettung der Menschheit wirken, vereinen sich der große Drache und seine 2 Bestien, um Zerstörung, Täuschung und Verderben zu verbreiten. Dieses unheilvolle Trio versucht, die wahre Göttlichkeit zu imitieren und zu ersetzen, indem es viele mit seinen Lügen und falschen Wundern täuscht. Das Zusammenwirken dieser bösen geistlichen Kräfte und unterdrückerischen weltlichen Mächte repräsentiert den Höhepunkt des Bösen in den letzten Tagen. Sie arbeiten zusammen, um ein Regime des Terrors und der Kontrolle zu implementieren, wo die Wahrheit verdreht und die Freiheit zerschlagen wird. Diejenigen, die ihrem Einfluss widerstehen, werden Verfolgung und Prüfungen ausgesetzt sein, aber diejenigen, die nachgeben, werden in geistige Ruinen geführt. Das Verständnis dieser teuflischen Charaktere ist entscheidend, um die Botschaft der Offenbarung zu verstehen. Sie sind der Inbegriff des Bösen und ihr Aufstieg markiert den Beginn der letzten Tage. Doch trotz ihrer Macht und ihres Einflusses sind sie nicht unbesiegbar. Der endgültige Kampf zwischen Gut und Böse ist vorherbestimmt und der endgültige Sieg wird denen gehören, die treu und wahrhaftig bleiben. Darüber hinaus finden wir im Buch der Offenbarung eine Reihe von Visionen und Symbolen, die Gelehrte und Theologen über Jahrhunderte hinweg fasziniert und herausgefordert haben. Eine der heftigsten Debatten dreht sich um die Identität der beiden Bestien, die in den Schriften erwähnt werden. Diese Kreaturen, die auf erschreckende und mächtige Weise beschrieben werden, haben viele dazu veranlasst, über ihre Bedeutung zu spekulieren. Einige moderne Interpretationen deuten darauf hin, dass diese Bestien große zeitgenössische Mächte symbolisieren. Insbesondere gibt es Theorien, die die erste Bestie mit den Vereinigten Staaten in Verbindung bringen, einer Supermacht mit immensem militärischem und wirtschaftlichem Einfluss, und die zweite Bestie mit dem Papsttum, der Führung der katholischen Kirche mit ihrer umfassenden spirituellen und politischen Macht. Die Idee hinter diesen Interpretationen ist, dass diese modernen Entitäten die Fähigkeit besitzen, globale Kontrolle und Einfluss auszuüben.
was den Beschreibungen von Macht und Autorität der Bestien in der Offenbarung entspricht. Diese Theorie stößt jedoch auf erhebliche Gegenwehr. Viele Bibelgelehrte argumentieren, dass solche Interpretationen anachronistisch sind. Das heißt, sie zwingen den alten Text in moderne Kontexte auf unangebrachte Weise. Diese Gelehrten betonen, dass die Schriften nicht aus einer zeitgenössischen Perspektive gelesen werden sollten, sondern durch die Linse der traditionellen Exegese, die darauf abzielt, den Text im Kontext seiner Entstehungszeit zu verstehen. Diese Gelehrten weisen darauf hin, dass die Bestien in der Offenbarung symbolische Darstellungen von Kräften des Bösen sind, die zeitübergreifend wirken. Statt sich auf eine bestimmte Nation oder Institution zu konzentrieren, symbolisieren die Bestien Systeme der Unterdrückung und Tyrannei, die immer wieder in der Geschichte auftauchen. Sie repräsentieren die kontinuierliche Präsenz des Bösen in der Welt, manifestiert durch verschiedene Imperien, Regierungen und Führer, die darauf abzielen, die Menschheit zu dominieren und zu verderben. Tauchen wir tiefer in diese Perspektive ein. Die erste Bestie, die aus dem Meer emporsteigt, wird oft als Symbol für Chaos und Unordnung gesehen. Das Meer in den alten Schriften ist ein Ort des Geheimnisses und der Gefahr, repräsentiert unkontrollierbare Kräfte. So könnte die Meeresbestie jede Macht oder jedes Imperium symbolisieren, das aus dem Chaos entsteht, um mit Brutalität und Angst zu herrschen. Im Laufe der Geschichte haben wir viele Imperien gesehen, die diesem Muster entsprechen. Rom, Babylon und andere, die jeweils auf tyrannische und unterdrückende Weise Macht ausübten. Die zweite Bestie, die aus der Erde emporsteigt, ist subtiler in ihrem Ansatz. Mit dem Aussehen eines Lammes, aber der Stimme eines Drachen, symbolisiert sie Heuchelei und Täuschung. Diese Macht kann als jede religiöse oder ideologische Führung interpretiert werden, die unter dem Anschein von Güte und Heiligkeit die Anbetung des Bösen fördert. Auch hier ist die Geschichte voll von Beispielen für Figuren und Bewegungen, die Religion oder Ideologie als Fassade nutzten, um die Massen zu kontrollieren und zu manipulieren. Diese Sichtweise legt nahe, dass die Bestien der Offenbarung Archetypen von Unterdrückung und Täuschung sind, Muster des bösen Verhaltens, die sich unabhängig von der Ära oder den spezifischen beteiligten Figuren wiederholen. Sie sind symbolische Darstellungen der spirituellen Kämpfe, die seit Anbeginn der Zeit stattgefunden haben und bis zum Ende der Tage andauern werden. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem lebhaften und erschreckenden Traum, in dem Sie eine Kreatur sehen, die alle Ihre Vorstellungen von Realität herausfordert. Dies ist die Vision, die Johannes, der Autor der Offenbarung, im Kapitel 13 beschreibt. Eine Bestie mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, die ihre Macht und Autorität direkt vom Drachen Satan erhält. Dieses Bild mag wie aus einem Albtraum erscheinen, aber es ist voller tiefer und symbolischer Bedeutung. Die Bestie wird mit 7 Köpfen dargestellt, von denen jeder ein spezifisches Königreich oder einen bestimmten Führer repräsentiert. Stellen Sie sich die Köpfe als verschiedene Regierungen oder Imperien vor, die im Laufe der Zeit entstehen und alle ein gemeinsames Ziel verfolgen, die bösen Pläne Satans auszuführen. Die 10 Hörner symbolisieren Macht und Autorität und repräsentieren Könige, die sich dieser finsteren Koalition angeschlossen haben. Diese Koalition ist nicht nur eine politische Allianz, sondern ein globales, unterdrückendes Regierungssystem. Stellen Sie sich eine Gruppe mächtiger Führer vor, von denen jeder einen Teil der Welt kontrolliert und die alle zusammenarbeiten, um ein Regime der Tyrannei und des Terrors zu errichten. Sie nutzen ihre Macht, um die Anhänger Gottes zu verfolgen und zu unterdrücken und versuchen, jeglichen Widerstand gegen ihre Autorität zum Schweigen zu bringen. Die Bestie mit ihrem furchterregenden Aussehen ist eine Darstellung dieses unbarmherzigen und zerstörerischen Systems. Die Beschreibung in Offenbarung 13 ist reich an erschreckenden Details. Die Bestie wird als eine Kraft dargestellt, die Zerstörung und Chaos in einem unübertroffenen Ausmaß verursachen kann. Stellen Sie sich eine Macht vor, der keine Nation oder Person sich widersetzen kann
ohne schreckliche Konsequenzen zu erleiden. Diese Kreatur ist eine Kriegsmaschine, eine Entität, die jede Form von Widerstand unter ihren Füßen zertritt. Ihr Ziel ist klar, die Menschheit der Herrschaft Satans zu unterwerfen und sie von Gott wegzuführen. Doch die Beschreibung hört hier nicht auf. Johannes fährt fort und enthüllt, dass die Bestie eine tödliche Wunde erhält, sich aber auf wunderbare Weise erholt. Dieses Ereignis ist ein Täuschungsspektakel, ein falsches Wunder, das die Welt in Staunen versetzt und von ihrer Macht überzeugt. Die Menschen beginnen, die Bestie zu verehren, sie als Retter und unbesiegbaren Führer zu sehen, der ihre Loyalität verdient. Dies ist einer der größten Tricks des Teufels, Täuschung und Falschheit zu nutzen, um die Herzen und Gedanken der Menschen zu erfassen. Die Vision von Johannes zeigt auch, wie die Bestie gegen Gott lästert, seinen Namen und sein Heiligtum entweiht. Diese Kreatur verfolgt nicht nur physisch die Anhänger Gottes, sondern versucht auch, ihren Glauben und ihre Spiritualität zu zerstören. Es ist ein totaler Krieg, physisch, emotional und spirituell, gegen alles, was heilig und göttlich ist. Im Kontext der Offenbarung symbolisiert die Bestie mit 7 Köpfen und 10 Hörnern nicht nur eine böse Regierung, sondern den Höhepunkt der Rebellion gegen Gott. Sie repräsentiert alle Imperien und Regime, die sich im Laufe der Geschichte gegen das Königreich Gottes erhoben haben und gipfelt in einem letzten, schrecklichen Gegner. Diese globale, unterdrückende Regierung wird die endgültige Manifestation der Macht Satans auf der Erde sein, eine direkte Herausforderung an die Souveränität Gottes. Stellen Sie sich vor, Sie beobachten etwas, das wie aus einem Fantasy-Film zu stammen scheint, aber direkt vor Ihren Augen geschieht. Eine der beeindruckendsten und beängstigendsten Fähigkeiten der Bestie, wie sie im Buch der Offenbarung beschrieben wird, ist ihre Fähigkeit, große Zeichen und falsche Wunder zu vollbringen. Diese außergewöhnlichen Taten sind nicht nur einfache Zaubertricks oder gut ausgearbeitete Illusionen, sie sind mächtige und überzeugende Manifestationen, die dazu bestimmt sind, die Menschheit zu täuschen. Beginnen wir mit einem der dramatischsten Wunder, die Fähigkeit, Feuer vom Himmel herabzuholen. Stellen Sie sich vor, Sie sind draußen an einem klaren Tag, als plötzlich Flammen vom Himmel fallen, als wären es Blitze. Dieses übernatürliche Ereignis ist eine direkte Nachahmung der Wunder, die wir in biblischen Geschichten lesen, in denen Gott seine Macht auf ähnliche Weise zeigte. Doch die Bestie nutzt diese Fähigkeit, um die Menschen zu täuschen und sie glauben zu lassen, dass sie über göttliche Macht verfügt. Neben dem Herabrufen von Feuer vom Himmel vollbringt die Bestie ein weiteres, noch schockierenderes Wunder. Sie wird als tödlich verwundet beschrieben, eine Wunde, die sie eigentlich hätte töten müssen. Doch auf überraschende und wundersame Weise heilt sie sich vollständig. Stellen Sie sich vor, Sie sehen jemanden, der schwer verwundet ist und dem Tode nahe steht, plötzlich aufstehen und umhergehen, als wäre nichts geschehen. Dieses Heilungswunder beeindruckt nicht nur, sondern täuscht auch die Menschheit und lässt viele glauben, dass die Bestie unbesiegbar und verehrungswürdig ist. Diese falschen Wunder sind nicht nur Tricks, um zu beeindrucken. Sie verfolgen einen weitaus finsteren Zweck, den Glauben der Menschen von Gott abzulenken und ihn auf den Antichristen zu richten. Die Bestie präsentiert sich als Retter, als Führer mit übernatürlichen Kräften und Lösungen für die Probleme der Welt. Die Menschen, beeindruckt und verwirrt, beginnen die Bestie zu verehren, sie als messianische Figur zu sehen, die ihre Loyalität und Hingabe verdient. Stellen Sie sich die psychologischen und emotionalen Auswirkungen dieser Zeichen und Wunder vor. In einer Welt in der Krise, in der die Menschen verzweifelt nach Hoffnung und Antworten suchen, kann das Erscheinen solch mächtiger Wunder leicht viele davon überzeugen, dass die Bestie die Lösung ist. Diese übernatürlichen Ereignisse schaffen eine Illusion von Sicherheit und Macht, ein falsches Gefühl, dass die Nachfolge der Bestie Frieden und Stabilität bringen wird. Doch in diesen Wundern liegt eine tiefe und verborgene Gefahr.
Sie sind eine Falle, eine ausgeklügelte Täuschung, die die Menschen vom wahren Weg des Glaubens abbringen soll. Die Zeichen und Wunder der Bestie sind darauf ausgelegt, zu verführen und die Menschen dazu zu bringen, ihren Glauben an Gott zu hinterfragen und sich einer bösen Macht zuzuwenden. Es ist ein intensiver spiritueller Krieg, in dem die Wahrheit verzerrt und die Täuschung als neue Realität präsentiert wird. Die falschen Wunder der Bestie dienen als kraftvolle Erinnerung an die Bedeutung spiritueller Unterscheidung. In Zeiten der Trübsal ist es entscheidend, wachsam zu sein und sich nicht von spektakulären Manifestationen täuschen zu lassen, die keine göttliche Herkunft haben. Die Fähigkeit, zwischen dem Wahren und dem Falschen zu unterscheiden, ist entscheidend, um den Glauben und die Treue zu Gott zu bewahren. Der Antichrist und der falsche Prophet sind nicht nur Figuren einer gruseligen Geschichte, sondern Symbole für eine gefährliche Allianz zwischen politischer und religiöser Macht, die darauf abzielt, die Menschheit zu täuschen und zu kontrollieren. Beginnen wir mit dem Antichristen. Stellen Sie sich einen politischen Führer vor, der ein unvergleichliches Charisma besitzt. Er tritt in einer Zeit großen globalen Aufruhrs auf und verspricht, Frieden und Sicherheit in eine chaotische Welt zu bringen. Seine Worte sind überzeugend, seine Versprechen scheinen echt zu sein und viele werden von seiner Aura der Autorität und Hoffnung angezogen. Er präsentiert sich als Lösung für alle Probleme, als Retter, der Nationen vereinen und Ordnung wiederherstellen kann. Doch hinter dieser bezaubernden Fassade verbirgt sich eine düstere Absicht. Der Antichrist ist kein gewöhnlicher Führer. Er ist geschickt in Manipulation und Täuschung und nutzt seine Position, um die Welt in Irre und Zerstörung zu führen. Seine Politik mag anfangs vorteilhaft erscheinen, aber allmählich offenbart sich ein totalitärer Kontrollanspruch. Er erlässt Gesetze und schafft Systeme, die den Menschen schrittweise ihre Freiheit und Autonomie nehmen und absolute, unangefochtene Loyalität verlangen. Diejenigen, die es wagen zu widerstehen oder seine Autorität in Frage zu stellen, sehen sich schweren Konsequenzen gegenüber. Unter seiner Herrschaft wird die Welt in einen Zustand der Unterdrückung und Verzweiflung geführt. Nun stellen Sie sich den falschen Propheten an seiner Seite vor. Dieser ist kein gewöhnlicher religiöser Führer, sondern eine Figur mit außergewöhnlicher Fähigkeit, die Massen zu beeinflussen. Er fördert die Anbetung des Antichristen und nutzt die Religion als Kontrollinstrument. Mit einem Anschein von Frömmigkeit und Spiritualität vollbringt er Zeichen und Wunder, die viele von seiner Echtheit überzeugen. Stellen Sie sich vor, Sie sehen Wunder und übernatürliche Ereignisse, die die Göttlichkeit des Antichristen zu bestätigen scheinen. Der falsche Prophet nutzt diese falschen Wunder, um die Autorität des Antichristen zu legitimieren und die Menschen glauben zu lassen, dass sie einem göttlich auserwählten Führer folgen. Gemeinsam bilden der Antichrist und der falsche Prophet eine tödliche Partnerschaft. Sie errichten ein totalitäres Regime, das politische und religiöse Macht vereint und absolute Loyalität und Anbetung fordert. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle Institutionen von der Regierung bis zu religiösen Organisationen unter einem einzigen Kommando vereint sind. Dieses Regime toleriert keine Abweichung. Diejenigen, die sich weigern, sich zu unterwerfen, werden verfolgt und beseitigt. Der falsche Prophet spielt eine entscheidende Rolle, indem er eine überzeugende Erzählung schafft, die die Massen um den Antichristen schart. Er schafft Rituale und Feiern, die den Führer verherrlichen, während jede Form der Anbetung Gottes verboten und bestraft wird. Er nutzt die Religion, um die Gehirne der Menschen zu waschen und sie zu überzeugen, dass der einzige Weg zu Frieden und Wohlstand durch Gehorsam gegenüber dem Antichristen führt. Während seiner Herrschaft zeichnet sich der Antichrist nicht nur durch seine tyrannische Führung aus, sondern auch durch seine Dreistigkeit, gegen Gott zu lästern. Er lehnt nicht nur die Göttlichkeit Gottes ab, er schändet sie auf schamlose Weise und stellt sich offen gegen den Allmächtigen. Der Antichrist wird seine gesamte Autorität nutzen, um heilige Symbole und Orte der Anbetung zu zerstören.
Stellen Sie sich vor, Tempel und Heiligtümer, Orte, an denen Menschen Frieden und Hoffnung finden, werden zerstört und geschändet. Er tut dies nicht nur, um Macht zu demonstrieren, sondern um seine eigene Göttlichkeit der Menschheit aufzuzwingen. Er präsentiert sich als Gott und fordert totale Anbetung und Unterwerfung. Dieser Akt extremer Arroganz ist ein Versuch, die wahre Anbetung Gottes durch eine falsche Anbetung seiner selbst zu ersetzen. Für 42 Monate, einen Zeitraum von 3,5 Jahren, wird der Antichrist eine Kampagne des Terrors und der Unterdrückung gegen die Anhänger Christi entfesseln. Stellen Sie sich vor, unter ständiger Bedrohung zu leben, wo Ihr Glaube als Verbrechen angesehen wird und jede Form der Anbetung Gottes streng bestraft wird. Diese Zeit wird von heftigen Verfolgungen geprägt sein, in denen die Christen einen harten Test ihres Glaubens und ihrer geistigen Widerstandskraft bestehen müssen. Diejenigen, die sich weigern, den Antichristen anzubeten, werden gejagt und verfolgt. Sie werden gezwungen sein, im Untergrund zu leben und sich zu verstecken, um der Gefangennahme zu entgehen. Der Alltag wird zu einem ständigen Kampf ums Überleben und darum, den Glauben am Leben zu erhalten. Die Todesgefahr wird allgegenwärtig sein und viele werden wegen ihres Glaubens an Christus das Martyrium erleiden. Diese Heiligen werden trotz Unterdrückung und Angst Leuchtfeuer der Hoffnung und des Mutes für andere sein und zeigen, dass wahrer Glaube nicht ausgelöscht werden kann. Der Antichrist wird alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um den Glauben auszurotten. Er wird strenge Gesetze erlassen, die die Anbetung Gottes verbieten und die Denunziation derjenigen fördern, die den christlichen Glauben praktizieren. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der sogar Ihre Nachbarn und Freunde zu Informanten werden können, die Sie wegen Ihres Glaubens an Christus anzeigen. Die Atmosphäre wird von Misstrauen und Angst geprägt sein, in der Unterdrückung allgegenwärtig ist und die Freiheit der Anbetung ein tödliches Risiko darstellt. Neben der physischen Verfolgung wird es einen intensiven geistlichen Krieg geben. Der Antichrist wird Propaganda und Manipulation einsetzen, um den christlichen Glauben zu diskreditieren und ihn als rückständig und gefährlich darzustellen. Er wird falsche Wunder und Zeichen nutzen, um die Massen von seiner Göttlichkeit und Legitimität zu überzeugen und sie von der Wahrheit abzulenken und zu seiner falschen Religion zu ziehen. Er wird versuchen, die Wahrheit Gottes durch seine Lügen zu ersetzen, indem er seine Autorität nutzt, um die Menschen von ihrem wahren Glauben abzubringen. Die vereinte Religion wird ein Werkzeug der geistigen Unterdrückung sein, in der die Anbetung des Antichristen obligatorisch wird. Inmitten dieses düsteren Szenarios wird geistlicher Widerstand unerlässlich sein. Diejenigen, die ihren Glauben an Gott bewahren, werden Mut und Entschlossenheit brauchen. Stellen Sie sich kleine Gruppen von Christen vor, die sich heimlich versammeln und ihr Leben riskieren, um das Feuer des Glaubens am Brennen zu halten. Sie werden Ressourcen teilen, einander unterstützen und in den Verheißungen Gottes Stärke finden. Wenn wir über die wirtschaftliche und religiöse Kontrolle des Antichristen nachdenken, werden wir an die Bedeutung unserer geistigen Freiheit und die Notwendigkeit erinnert, in unserem Glauben standhaft zu bleiben. Wir müssen auf die kommenden Prüfungen vorbereitet sein und darauf vertrauen, dass am Ende der Sieg Gott und denen gehört, die ihm treu bleiben. Lass uns beten. Lieber himmlischer Vater, in dieser Zeit der Trübsal und Unsicherheit wenden wir uns an dich, unser Fels und unsere Festung, und suchen Schutz und Führung. Angesichts der vielen Dinge, die in der Welt geschehen, rufen wir nach deiner ständigen Gegenwart in unserem Leben. Herr, wir erkennen, dass wir ohne dich verletzlich und schwach sind. Aber mit deiner Liebe und Macht sind wir unbesiegbar gegen alles Böse, das uns umgibt. Geliebter Vater, wir legen all unsere Sorgen, Ängste und Nöte vor dich hin. Wir bitten, dass deine schützende Hand über uns, unsere Familien und unsere Häuser wacht. Möge dein Heiliger Geist uns mit einem Schutzschild umgeben, der uns vor allen Gefahren, Fallen und Versuchungen des Feindes bewahrt. Möge dein Licht intensiv in unserem Leben leuchten, alle Dunkelheit vertreiben und Frieden in unsere Herzen bringen.
Herr, gib uns die Einsicht, die Fallen des Bösen zu erkennen und die Kraft, ihnen zu widerstehen. Mögen wir wachsam auf unserem Weg bleiben, immer auf deine Stimme und deine Führung achten. Hilf uns, im Glauben standhaft zu bleiben, im Vertrauen darauf, dass du unser Zufluchtsort und unsere Festung bist, ein immer gegenwärtiger Helfer in der Not. Dir übergeben wir unser Leben, im vollen Vertrauen auf deinen Schutz und deine unfehlbare Liebe. Im Namen Jesu, unseres Erlösers, beten wir. Amen.